Russland und der Westen haben sich im UN-Sicherheitsrat in der Nacht wieder gegenseitig mit schweren Vorwürfen überzogen. Dem UN-Gremium kritisierte der eigens angereiste russische Außenminister Lavrov erneut scharf die Waffenlieferungen an die Ukraine. Russland sei aber grundsätzlich zu Verhandlungen bereit, allerdings nicht mit dem Ziel, die jetzige Regierung in Kiew an der Macht zu lassen. Deutschland und andere Staaten warfen Russland vor dem UN-Sicherheitsrat hingegen erneut Scheinheiligkeit und Ablenkungsmanöver vor. Russland wolle lediglich von seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine ablenken, hieß es in New York. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.